Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Subnautica. Ja, wir sind wieder hier an einem Ort voller Überraschungen und wir müssen gucken, welche Batterien ist gerade voll. So, die ist voll schon mal. Die anderen sind noch nicht voll. Und ich werde den Teufel tun. So, was haben wir hier? Aktiv. Okay. Ja, was habe ich jetzt vor in dieser Folge? Und zwar habe ich vor, zu gucken, ob ich Ressourcen noch hier drin habe, die ich rausnehmen muss. Jep, die habe ich. Die müssen erstmal alle raus. Aus Sicherheitsgründen. So. Welcome aboard, Captain. Die packe ich jetzt alle erstmal hier rein. So. Dann verliere ich die wenigstens nicht. Okay. Da müssen wir mal eben Batterien auffüllen. Und die zweite Batterie ist gerade fertig geworden. So. Oh. Das sieht nicht gut aus. Da scheint irgendwas nicht in Ordnung zu sein. Okay. Ich muss noch ein bisschen warten, bis die dritte Batterie fertig ist. Ja, schon wieder so eine komische Nachricht ab. Alter. Warte mal. Wie sieht mein... Ach, verkehrte Wann vertikale Bewegung der Klimak unter Wasser in Vorwärtsschwung und erhöht die Schwimmkraft 15%. Kann es sein, dass ich irgendwie was abgebaut habe, was nicht abgebaut werden sollte? Titan, Computerchip, Diamant. Okay, ich glaube, da habe ich was. Okay. Und die dritte Batterie ist fertig. Da müssen wir mal eben... Ne? So. Und einmal kurz so. Für die werde ich noch ein bisschen Zeit brauchen. Also die wird noch ein bisschen Zeit brauchen. Ich muss mal gucken, was brauchte ich nochmal für den Computerchip? Eine Tischkorallenprobe zweimal. Habe ich die hier noch? Nur noch einmal. Also ist es jetzt egal. Okay, dann wollen wir mal den Krebsanzug wieder in die Sequest bringen. Ah, toll. Komm, komm, komm. Ja, danke. So, damit wäre die Sequest wieder einsatzbereit. Okay, den müssen wir... Ich hole mal alle Ressourcen... Alles, was ich gerade nicht an Ressourcen brauche, hole ich hier raus. So. Batterien bleiben drinnen. Ups, das war der verkehrte Weg. Ja, jetzt muss ich erstmal wieder hin und her, her und hin und her, her und hin und her. Ja, das ist ein super Weg.
Ta-da-ta-da-tam. So. Okay, dann muss ich jetzt mal eben gucken. Habe ich genug Titan? Nein, ich habe leider nicht genug Titan. In dem Winter. Das heißt also, ich muss mir einmal im Winter Titan nochmal aus dem Schrank holen. So. Jetzt muss ich alles, was ich gerade nicht brauche, hier reinpacken. So. So, das war das. Wie gesagt, also ist die Reise soll bald beginnen. Und ich brauche... Ja, die bleiben drinnen. So, ein bisschen... Okay. Auch die müssen raus, leider. Das lage ich um. So. Weil jetzt will ich so langsam aber sicher bald aufbrechen. In das sogenannte Lava-Biom. Und dafür brauche ich halt so viel Platz. Okay, da haben wir nur Salz rausbekommen. Tack, tack, tack. Ah. Alter, jetzt legt das hier, ey. Ja, sorry, dass es jetzt gerade geleckt hat, ey. Huh, da sind aber zwei leere Batterien dazwischen gekommen, ey. So. Selbstscan geht nicht wegen Energiemangel. So. Aber jetzt geht's los. Alle wichtigen Ressourcen habe ich jetzt entsorgt. Okay, ich werde mal eben ein paar Batterien austauschen, noch eben schnell, bevor ich wieder zurückkehre. Also zwei Stück müssen ausgetauscht werden. So. Na. So. Einmal kurz Behälter wechseln, essen und schon geht's los. Wie gesagt, also die behalte ich nur als Reserve. Warte mal, wo ist der Zettel mit den Koordinaten abgeblieben? Ah, hier. So, ich befinde mich hier. Ich lasse das jetzt extra auf, weil ich habe mir extra die Koordinaten aufgeschrieben, ey. So, minus 95. Das heißt also, ich muss einmal drehen. Hm.
Ja, in welche Richtung muss ich jetzt? Wie gesagt, minus 75, dann war die 5 dazu. Und 1182, das soll angeblich die Position sein, wo die... Okay, ich muss hier... Ich weiß jetzt echt nicht mehr, in welche Richtung ich muss. Ich muss mal kurz deaktivieren, ey. Ja. Ich muss mich echt umschauen hier. Einmal kurz zurück. Drehen. Ja, 65% Energie. Ah, ich glaube, ich muss in die Richtung. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Und da muss ich ja mal nach runter. Da muss ich irgendwie gucken. Lost River, wie ihr seht. So, das heißt also, ich muss jetzt gleich runter. So, einmal kurz hin. Das, weil ich habe festgestellt, wenn ich das Licht... Ah, vorsichtig. Wenn das Licht hier drin aus ist, dann habe ich wenigstens bessere Chancen. So. Warte mal. Ich muss mal was gucken nehmen. Ja, den haben wir ja schon. Polyanilin müsste ich noch machen. Und eine Energiezelle müsste ich opfern. Weil das wäre dann... Da könnte ich sogar eine leere Energiezelle nehmen. Weil dann hätte die noch wenigstens Nutzen. So. So, gucken wir mal nochmal auf F1. Okay. Oh. Jetzt muss ich ja mal drehen. Ich entschuldige mich, dass ich hier nicht viel rede.
So. Allzu hoch darf ich hier auch nicht sein. Ich werde mal kurz hier pausieren. Ich werde mal kurz die Maschine ausmachen. Ah, da kommt wieder so ein Sauger. Und wir haben schon den ersten wieder am Bord. Irgendwie scheinen die Gefallen an unten mein Schiff gefunden zu haben. Vergiss es, das ist mein Schiff. So, haben wir jetzt... So. Okay, wo war der? Brocken. Ach ja. So, dann wollen wir mal ein bisschen Kupfererz abbauen. Ich weiß, den brauchen wir jetzt aktuell nicht. Aber ein bisschen Kupfererz kann man immer gut gebrauchen. Da haben sich schon wieder welche dran gesaugt. Ja, müssen wir gleich mal wieder abbohren, ne? So. Na, das bisschen kann ich ja noch. Ich guck mal, wo haben sie sich diesmal festgesaugt? So. So, dann gucken wir mal, wo haben sich diese kleinen... Also, irgendwie scheinen die Gefallen an mein Schiff gefunden zu haben. Bleibt von meinem Schiff fern, ihr kleinen Sauger hier, ey. Jetzt eben schnell hier wieder weg. Haben wir irgendwelche Sauger noch dran? Nein. Gut. Jetzt kann ich wieder... So, jetzt kann ich mich an die Koordinaten begeben. Ich hoffe, diese kleinen Alter! Die sind schlimmer als die Polizei, also irgendwas stimmt hier nicht. Hier ist noch alles zu verpackt. Ey, die sind echt schlimm! Alter, die greifen mein Schiff immer wieder an, ey.
Ey, wenn man hier nicht so dafür sorgt, dass das Schiff hier... Ich will hier nur in Ruhe gelassen werden, aber diese Biester merken es nicht. Und diese Frame-Einbrüche werden auch immer schlimmer, ey. So. So. Ah, schaffe ich es diesmal, die Position zu erreichen, die ich haben will? Also, ich hoffe mal, dass ich die Position wirklich erwische. Oh, auf der Höhe bin ich gleich. Energie füllt sich auch richtig schön. Das heißt also, ich nähere mich so langsam der Position der Alien-Basis. Und in der Alien-Basis werde ich dann mich... Also werde ich dann die... das LP dann beenden. Ah, sind noch... So, noch ein bisschen tiefer, so. Das heißt also, ich muss immer nur noch geradeaus, straight ahead. Aber zeitgleich muss ich auch auf dem... auf Mitfahrer mit achten. Na? So. Na, ich glaube, ich nähere mich langsam der Basis. Ja. So. Ah, wenn diese Lecks nicht wären, nee. Na? So. Schaffe ich das noch? In dieser Folge die besagte Alien-Basis zu erreichen zu den besagten Koordinaten. Das heißt, ich müsste gleich noch mal ein bisschen in die Richtung. Die Höhe ist mir egal. Irgendwo ist der. Ja. Das heißt also, irgendwo hier muss es sein. Hm. Wo? Jetzt muss ich hier erstmal gucken. Bei minus 5?
Nee, im positiven Sinne gesehen. 5. Oha! Ich muss mich beeilen. Das muss schon hier irgendwo in diesem Bereich sein. Okay, dann wollen wir mal ein bisschen was reparieren. Engine powering down. Und wir haben einen Mitfahrer. Ich glaube, ich habe die Position gefunden, aber... So... Hä? Wo soll der Schaden sein? Ah! Okay, gefunden. Ah, ich werde mal gleich mal gucken, was mich da erwartet. Which has formed in this area can be carbon dated to between 800 and 3000 Earth years ago. Ich glaube, ich kehre erstmal wieder zurück. Weil das bringt mich hier nicht weiter, diese Position, ey. Okay. Laut dieser Position bin ich eigentlich schon an dem Ort. Aber das kann nicht sein. Und ich habe einen blinden Passagier noch an der Seite kleben, ey. So, dann wollen wir mal gucken, was hat mich... Warum finde ich den Ort nicht? Heißt also, ich muss noch weiter suchen. Alter! Habt ihr es bald mal? Nur weil ich hier an einem warmen Ort bin, heißt das noch lange nicht, dass ihr mich... euch an mein Schiff hier vergreifen dürft. Ich weiß es hier. So.
Alter, wo ist der? Bleibt mal gefälligst von meinen Zyklopen fern. Ja. Ja, ich muss jetzt weitersuchen erstmal. So lange wird die Folge dauern, bis ich die Basis, eine richtige Basis gefunden habe. Okay, wo könnte die jetzt noch sein? Oh, da hat sich schon wieder einer angesaugt. Die sind echt schlimm, diese kleinen Sauger, ey. Die nun so nahe hätte, ey. Oh. Alter Schwede, diese Biester sind echt garstig. So. Haben wir alle. Oder haben sich noch... Ey, diese kleinen Biester. Weiß, dass hier noch einer dranhängt, das weiß ich. Halt. Bleibt einfach von meinen Zyklopen weg. Dann würde euch auch nie was passieren. So. So, das reicht schon. Ich weiß, dass es noch ein bisschen tiefer geht, aber ich muss mich hier erstmal umschauen. Wo könnte die Basis noch sein? Man muss alles abwägen. Wo könnte die sein? Irgendwo in dieser Richtung. Wenn ich hier einmal die Bar, wenn ich das hier einmal durchforste. Wo könnten die sein? Wo könnte die Basis sein? Ich glaube immer dem Warpern nach. Jetzt bin ich ja schon wieder hier. Heißt es, ich bin hier einmal im Kreis gefahren?
Alter, ey. Ich glaube, hier werde ich mal kurz die Aufnahme beenden und beim nächsten Mal weitersuchen, ey. Ach man, Leute. Schon wieder habe ich so einen blinden Passagier mit an Bord gekriegt. Echt mal. Und weil es so schön war, kriege ich gleich noch ein paar mehr. Hat sich noch einer... Ja. Na, wo ist noch einer? So. Naja, dann werde ich mal hier die Aufnahme erstmal beenden. Und... Oh. Und ich werde beim nächsten Mal weitermachen. Bei der Suche der dieser speziellen Basis. Also, ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Euer Corganto bei Subnautica.